Aha. Ist jemand zu Hause? Mr. Tyler, da sind Sie ja. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Kim, das ist dein neuer Vater. Juhu! Jetzt wird Kim Teil einer großen, glücklichen Familie sein. Du bist zu Hause, Kim. Jetzt wird Papa sie herumführen. Hier kommt die erste Überraschung. Das ist Jessica, deine kleine Schwester. Sie wird sich so freuen, dich zu sehen. Ich verspreche, dass ihr Freunde sein werdet. Und jetzt ist es an der Zeit, das neue Zimmer zu beziehen. Aha. Steh auf, Jessica. Kim ist da. Gibt es bessere Nachrichten? Oh. Wo kommt sie überhaupt her? Jessica, lächle. Und sag Hallo zu deiner Schwester. No. Komm schon. Ihr Mädchen seid die Besten. Ich liebe euch. Papa hat es wieder getan. Seine Freundlichkeit kennt keine Grenzen. Aber Jessica wird sich nicht mit irgendjemandem anfreunden. Der neuen Schwester hingegen macht es nichts aus zu spielen. Hey, du bist mir im Weg. Runter von meinem Bett. Okay. Hier ist noch viel Platz. Oh. Du wirst deine eigene Kuschelecke haben. Seltsam. Was macht sie denn da drin? Erledigt, Kim. Willkommen in der Familie. Gefällt es dir? Oh nein. Die Innenausstattung hier ist nicht gut. Jessica ist eine schlechte Designerin. Ist das die glückliche Familie? Oh. Jessicas Seite ist aber in Ordnung. Es ist kein guter Morgen. Autsch, das tut weh. Tut mir leid, Schwesterherz. Das war ein Versehen. Das war kein guter Start. Aber vielleicht gibt es ja beim Frühstück mehr Spaß. Lasst euch das Essen schmecken, Mädels. Papa, wir schaffen das schon. Mach dir keine Sorgen. Das würde mir im Traum nicht einfallen, Kim. Das ist meine Milch. Aber reg dich nicht auf. Ich werde mit dir teilen. Ich bin eine gute Schwester. Ist das genug? Oh je, das einzige Kleid ist ruiniert. Kim, lächle. Oh. Willst du ein Müsli? Ja, bitte sehr. Ich bin nicht gierig. Oh nein, es gibt kaum noch Leckereien. Aufgepasst, Papa ist im Anmarsch. Zeit, eine Show zu veranstalten. Los geht's. Das tut weh. Papa! Mädchen, streitet nicht. Papa, sie hat das ganze Frühstück genommen. Kim, das kannst du nicht machen. Du hast Hausarrest. Nicht weinen, Jessica. Papa ist bei dir. Der Streich war ein Erfolg. Kim wird Papas Liebe auf keinen Fall gewinnen. Das ist nicht fair. Das ist nicht die Familie, von der Kim geträumt hat. Es ist entschieden. Wir müssen gehen. Kim wird einen Weg finden. Sie hat ein Sparschwein und Essen. Das reicht völlig aus. Los geht's. Auf Wiedersehen, süße Heimat. Und du, Teddy, versuch gar nicht erst, mich zu überzeugen. Ich habe mich entschieden. Es gibt kein Zurück mehr. Aber was ist als nächstes zu tun? Wohin soll ich gehen? Vielleicht zurück ins Waisenhaus? Oh nein, im Waisenhaus ist es noch schlimmer. Kim konnte dort nie zu Mittag essen. Was ist mit dem Leben auf der Straße? Es gibt dort viel Platz. Und du kannst alles bekommen, was du willst. Wow. Wenn die Einheimischen es nur zulassen würden. Niemals. Das ist interessant. Es gibt einen Keller. Aha. Er ist geräumig. Ich muss mal sehen, was es da gibt. Und es gibt jede Menge Platz. Und es gibt keine anderen Möglichkeiten. Kim bleibt hier. Wir werden es schaffen. Du wirst schon sehen. Oh, wer ist da?
Es ist so unheimlich im Keller. Mhm. Monster gibt es in jeder Ecke. Und in diesem Koffer versteckt sich das gruseligste Monster. Komm schon, hab keine Angst. Es ist nur eine kleine Spinne. Wow, Sunny Islands. Ich wollte schon immer mal dorthin. Und das lässt sich arrangieren. Mach dich an die Arbeit. Fangen wir mit der Liege an. Das Plate ist sehr hilfreich. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Palme. Wir werden im Haus nachsehen müssen. Erledigt. Ein bisschen Fantasie und schon bist du im Paradies. Was will man mehr? Wie geht's euch, Mädels? Das ist für dich, Jessica. Und der andere Kuchen ist für Kim. Warte, wo ist sie? Der Raum ist leer. Papa, ich bin doch da. Jessica, deine Schwester ist verschwunden. Komm, wir suchen sie. Kim, wo bist du? Sprich mit mir. Aber das Haus ist leer. Was ist, wenn etwas Schreckliches passiert? Gerate nicht in Panik. Kim muss auf jeden Fall in der Nähe sein. Keiner da. Warte, sieht aus, als gäbe es einen Zeugen. Kumpel, hast du dieses Mädchen gesehen? Nein, Sir. Es war niemand hier. Es ist klar. Kim ist weggelaufen. Aber Tyler wird beweisen, dass er ein guter Vater ist. Jessica, diese Plakate werden helfen, Kim zu finden. Folge mir. Aber Jessica ist nicht begeistert. Warum überhaupt nach der Schwester suchen? Und ein toller Streich steht auch noch an. So sieht Kim noch besser aus. Und Papa wird es nicht einmal bemerken. Erledigt. Es ist unmöglich, dass Kim jetzt noch gefunden wird. Komm schnell nach Hause, Tochter. Hey, warte, bin ich das? Jessica ist eine geborene Künstlerin. Das war's. Wir sind fertig mit dem Apfel. Aber der Hunger ist noch da. Irgendwo müssen wir ja was zu essen bekommen. Wir müssen in die Küche gehen. Der Weg ist frei. Nein, Brokkoli ist kein Essen. Was sollen wir tun? Oh ja, ich habe eine Idee. Zeit, nach Jessica zu sehen. Und leih dir ihren Lieblingsteddy. Ich hoffe, sie wacht nicht auf. Das war's. Die Entführung war ein Erfolg. Jetzt bist du dran, Schwester. Es ist so gemütlich, mit einem Teddybären zu kuscheln. Aber am Morgen wird sie eine große Überraschung erleben. Es ist etwas Schreckliches passiert. Der beste Freund ist verschwunden. Papa, der Bär ist nirgends zu finden. Er ist gekidnappt worden. Wir brauchen ein paar Anzeigen. Ich werde dich finden. Ich verspreche es. Das war eine gewagte Entführung. Wer könnte ein solches Verbrechen begangen haben? Aber es scheint, dass der Räuber eine Nachricht hinterlassen hat. Schurke, er verlangt Lösegeld für den Bären. Aber ich würde alles für meinen Freund tun. Die schmackhafte Pizza ist schon da. Wo ist der Kidnapper? Da ist er. Was für ein seltsamer Kerl. Das Geschäft ist abgeschlossen. Der Bär ist an seinem Platz. Wo ist der Dieb hin? Macht nichts. Lass ihn seine Pizza essen. Die Hauptsache ist, dass der Bär gerettet ist. Und Kim ist einfach am Verhungern. Endlich kann ich einen Happen essen. Nur ein Stück? Jessica ist so ein geiziges Ding. Die kleine Kim. Wo ist sie jetzt? Komm nach Hause, Tochter. Wer weint hier? Warum vermisst er Kim so sehr? Das ist ärgerlich. Und die Tränen hören auch beim Mittagessen nicht auf. Ist Jessica auch warmherziger geworden? Es liegt an der Zwiebel. Papa, wie oft? Es wird eine Überschwemmung geben. Jetzt kann ich nicht mal mehr meine Hausaufgaben machen. Du schon wieder, Papa? Ich habe es satt. Ich werde die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Jessica wird ihre Schwester finden. Und der Superdetektiv macht sich an die Arbeit. Beginnen wir mit den Beweisen. Für den Fall, dass es hier Fingerabdrücke gibt.
Und Tee und Leckereien werden dir helfen, dich zu konzentrieren. Weiter geht es mit anderen Beweisen. Das ist ein sehr verdächtiger Vorhang. Hab ich dich, Kim. Du entkommst mir nicht. Oh nein. Das war's. Kims Haare. Sie ist also irgendwo hier in der Nähe. Kim kann nicht weit gekommen sein. Aha, da bist du ja. Leider ist das die falsche Spur. So ist es schon besser. Unbekannte Schuhe. Das ist auf jeden Fall Kim. Ich frage mich, wohin die Spuren führen werden. Aber das ist nur Papa. Keine Sorge, Papa. Ich werde Kim bald finden. Aber die Beweise sind schon weg. Das ist eine Sackgasse. Was sagst du da? In den Keller schauen? Das ist eine tolle Idee. Was für ein schlauer Bär. Es ist lange her, dass Jessica in den Keller geschaut hat. Das ist Kim. Schwesterchen muss so einsam sein. Und ihr größter Wunsch ist es, eine Familie zu finden. Wir müssen Kim retten. Hey, Schwesterherz, lass uns Freunde sein. Du bist es, Jessica. Du kannst aus dem langweiligen Keller herauskommen und Papa wieder fröhlich machen. Psst. Papa, wach auf. Kim ist zurück. Kommt her, lasst euch umarmen. Alle Wünsche werden früher oder später wahr. Jetzt sind wir eine glückliche Familie. Wir werden nie wieder getrennt sein, oder?